Das neue iPhone von Apple ist da. Und schon melden sich bei uns die ersten verärgerten Kunden. Sie haben 1200 Franken für das Handy ausgegeben. Und jetzt können sie damit nicht einmal telefonieren. Der Christian Schürer. Das iPhone. Mit viel Brimborium auf den Markt gebracht. Andreas Fink packt sein neues iPhone aus. Gekauft hat es der Telekom-Ingenieur im Manor. Das Angebot war genau das, was er suchte. Das Gerät ohne Vertrag mit einer Telefongesellschaft. Ich wollte ein iPhone ohne Vertrag, weil ich häufig im Ausland bin und eine andere SIM-Karte reintun will. Und ich habe in verschiedenen Läden das gesehen für 619 mit einer Prepaid-Karte. Und habe dann im Manor das Angebot gesehen für 1199 ohne Vertrag. Und habe dann entschieden, das zu kaufen, weil das für mich wichtig ist, dass ich das mit jeder SIM-Karte brauchen kann. Fink zahlt 1200 Franken. 1000 Franken mehr als mit einem Abo-Vertrag. Er zahlt so viel, weil für ihn klar ist, er kann das Gerät ohne Bindung an eine bestimmte Telefongesellschaft verwenden. Doch Fehlanzeige. Das Telefon funktioniert nicht, seine SIM-Karte wird nicht unterstützt. Das finde ich ziemlich beschissen, dass man 1200 Franken zahlt für ein Gerät, wo man nicht mal telefonieren kann. Sein iPhone funktioniert nur mit einer SIM-Karte von Swisscom. Diese Sperre heißt SIM-Lock. Der Hintergrund: Apple verkauft das Gerät weltweit nur über ausgewählte Partner. In der Schweiz sind es Swisscom und Orange. Mit der Sperre wollen die Telefonanbieter Kunden an sich binden. Gekauft hat Fink das teure Telefon bei Manor. Manor-Kommunikationschef Markus Laub rechtfertigt sich. Das Angebot sei von Swisscom vorgegeben. Ich möchte vorweg noch mal ganz klar betonen, wir haben nie ein Angebot gemacht ohne SIM-Lock. Wir bedauern selbstverständlich, dass es Kunden gab, die das Angebot anders empfunden haben. Wo wir davon Kenntnis hatten, haben wir uns selbstverständlich mit einer Kundin in Verbindung gesetzt, haben uns entschuldigt und haben allen angeboten, dass sie das Gerät zurückbringen können und wir selbstverständlich den vollen Kaufpreis rückerstatten. Zum stolzen Preis von 1200 Franken hat auch Klaas Jakob ein iPhone ohne Vertrag gekauft. Er war sich sicher, das ist ein iPhone ohne SIM-Lock. Es würde auch mit Sunrise funktionieren. Ein Irrtum. Das Gerät zurückzugeben ist für ihn keine Option. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe das Telefon wollen, ich habe das gekauft, ich habe einen hohen Preis gezahlt dafür. Und mein Wunsch wäre, dass ich mit dem auch telefonieren kann. Und das wäre auch meine Forderung an Swisscom, dass das freigeschaltet wird, dass der SIM-Lock aufgehoben wird. Der SIM-Lock. Eine massive Einschränkung für Kunden. Manor verkauft die iPhones als Vertragspartner von Swisscom. Swisscom-Sprecher Carsten Rötz verteidigt die kundenfeindliche Sperre. Für uns ist der SIM-Lock überhaupt nicht unfair. Sie müssen einfach sehen, wir haben im Vorfeld der Lancierung des iPhones sehr, sehr viele Vorbereitungen treffen müssen. Wir haben eine Partnerschaft mit Apple abgeschlossen. Wir haben uns technisch und logistisch auf diese Lancierung vorbereiten müssen. Und deswegen haben wir uns klar dafür entschieden, dass wenn wir das iPhone verkaufen, wir es nur an unsere Kunden verkaufen und es nicht den Kunden anderen Anbietern zur Verfügung stellen möchten. Die Masche mit dem iPhone. Apple schließt mit Telefonanbietern Exklusivverträge ab. Diese sichern mit dem SIM-Lock ihren Umsatz. Roger Zech, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich und langjähriger Vizepräsident der Wettbewerbskommission, kritisiert. Solche Vertriebssysteme führen zu einer Beschränkung des Wettbewerbs, einfach darum, weil andere Händler, die das gleiche Produkt auch vertreiben wollen und damit das Geschäft machen, die sind ausgeschlossen, weil sie das Produkt ja gar nicht überkommen. Und je weniger eigentlich auf dem Markt sind, umso eher besteht die Tendenz, dass Preise hochgehen. Swisscom-Sprecher Rötz widerspricht. Der Wettbewerb sei nicht ausgeschaltet. Sie können das iPhone bei Swisscom kaufen, Sie können es bei der Orange kaufen, Sie können es aus dem Ausland beziehen. Mir sind auch viele Kunden bekannt, die eigentlich nur darauf warten, das Gerät hacken zu können. Das ist natürlich etwas, was wir nicht begrüßen, aber die Möglichkeit wird irgendwann bestehen. Und von dem her gibt es einen Wettbewerb unter verschiedenen Anbietern. Sie sind nicht an die Swisscom gebunden. Eine fragwürdige Lösung. Wer das Gerät hackt, verliert die Garantie und die Möglichkeit von Software-Updates. So bleiben die Kunden in der SIM-Lock-Falle gefangen. Sie können mit ihrem teuren Telefon den Anbieter nicht frei wählen.
1200 Franken zahlen und trotzdem ein gesperrtes iPhone haben, das ist ein saurer Apple für Konsumenten. Apple sagt, das sei kein Problem, das umstrittene Vertriebssystem. Sie sagen, die Schweiz sei sogar eines der wenigen Länder, wo es zwei Provider gibt als Anbieter von dem iPhone. In Frankreich übrigens, das ist noch interessant, in Frankreich übrigens wäre es nicht möglich, nur gesperrte iPhones zu verkaufen. Dort muss der Provider auch ungesperrte anbieten. Es gibt ein entsprechendes kundenfreundliches Gesetz, das das so verlangt. Eure Meinung ist jetzt gefragt, meine Damen und Herren, zu diesem Thema. Wenn ihr euch äussern auf unserer Internetseite, könnt ihr das sofort machen. Ein Klick da drauf und ihr seid dabei. Unsere Adresse unverändert nach der Sommerpause. kasensturz.sf.tv